Heute möchte ich euch diese kleine Bastelei für Weihnachten zeigen. Also mit Wolle basteln ist ja richtig, richtig super. Und was ich jetzt hier eben auch noch zeige, ist Häkeln für Anfänger. Also ich zeige da die Luftmasche und die feste Masche. Ihr braucht dafür natürlich Wolle. Und zwar hinten bei der Wolle, ne? Auf der Banderole. Da steht immer drauf, hier, welche Stärke ihr entweder für die Stricknadel oder für den Häkelhaken nehmen müsst. Und zwar steht hier 3,5 bis 4,5. Jetzt habe ich mir einen Häkelhaken gesucht und hier steht 4 drauf. Also ist manchmal hier unten angegeben, aber es steht eigentlich immer auf dem Häkelhaken drauf. Jetzt fange ich ganz einfach an. Und anders wie beim Stricken, da müsst ihr ja noch den einen Faden auch runterlaufen lassen. Braucht ihr das nicht, braucht ihr hier bloß ein kleines Stück, sodass ihr den vernähen könnt. Komm jetzt hier ganz einfach bei und mach mir so eine Schlaufe. Also ich lege den einen Faden über den anderen Faden und ziehe den jetzt hier durch. Habe jetzt hier meine Schlaufe und ziehe ihn ganz einfach fest und halte meinen Faden so. Viele halten ihn hier noch zwischen und schlingen sich den paar Mal rüber. Also da müsst ihr gucken. Also bei mir funktioniert das so ganz gut. Und jetzt komme ich bei und mache die erste Luftmasche. Und zwar halte ich mit dem Mittelfinger und mit den Daumen hier den Knoten fest. Hab das jetzt hier auch gar nicht so fest drauf, also doch locker. Und komme hier ganz einfach bei und gehe mit den Häkelhaken rüber, hole mir hier das Band und ziehe das durch. Ich zeige es nochmal. Das Band und ziehe es durch. Und gebe jetzt hier mit meinen Faden, der zieht sich von alleine jetzt hier immer weiter. Also durch, ganz einfach. Und von diesen Maschen mache ich mir jetzt erstmal 100 hier fertig. Also noch einmal ziehe es hier rein und ziehe es hier durch. Rein. Geht ganz ruckzuck. Jetzt hier komme ich bei, gehe ich immer mit den Fingern weiter runter und halte das hier fest und gehe dann natürlich wieder hoch. So, so. Ich habe jetzt hier meine 100 Luftmaschen drauf. Jetzt komme ich am Ende immer bei und mache eine Luftmasche für die Seite. Also eine Luftmasche extra. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man eine feste Masche häkelt. Und jetzt komme ich hier rein und stecke meinen Häkelhaken in die nächste Masche jetzt rein. Ziehe mir jetzt hier den Faden. Einmal und noch einmal. Nehme jetzt hier wieder und kann ich so ein bisschen drehen, dann wieder ganz und gar von selber rein. Nehme die Masche und ziehe hier die nächste Masche wieder durch. Steck den hier wieder rein. Nehme den Faden. Habe zwei Fäden jetzt drauf. Und ziehe mir wieder den Faden und ziehe das wieder durch. Das ist ganz einfach. Faden holen. Habe jetzt zwei Fäden drauf. Wieder den Faden holen und ziehe den jetzt hier durch. Das gilt auch, wenn ihr so richtig drin seid und eben auch öfter gehäkelt habt. Ich habe jetzt
ein paar Jahre gar nicht gehäkelt. Ich dachte, das wollte ich euch zeigen, weil es jetzt eben auch schön ist in dieser Zeit. Also einmal, wir sollen nicht so viel rausgehen. Wir haben mehr Freizeit zu Hause und ein Stückchen Wolle und einen Häkelhaken. Wenn von euch bestimmt viele haben. Ich habe jetzt hier grün genommen, aber für das kleine Bäumchen könnt ihr eigentlich auch jede andere Farbe nehmen. Nehmt ganz einfach das, was ihr zu Hause habt. Hier braucht man wirklich nur so ein bisschen drehen und kann den Faden durchziehen. So, ich mache jetzt meine Reihe erstmal zurück. Jetzt hier am Ende auch einfach noch mal eine Luftmasche machen, dass hier rumkommt und piekt jetzt hier gleich wieder vorne rein, zieht den Faden durch, lässt diesen anderen Faden hier einfach und zieht hier rum und habt jetzt hier schöne Ecken. Jetzt auf der anderen Seite genauso wieder zurück wie auf dieser Seite. Dann habt ihr ein richtig schönes Muster. Ich zeige euch das jetzt hier mal schön so. Sieht das denn aus? Von der anderen Seite ist es natürlich anders. Es ist links, es ist rechts. Und ja, es ist jetzt eben auch eine schöne und einfache Sache, sage ich mal, die auch Kinder machen können, wo man mit den Kindern schon fürs Weihnachtsfest basteln kann, was wirklich sehr, sehr einfach ist. Wenn jetzt sich natürlich ein Häkelprofi vielleicht mein Video anschaut und da noch Tipps für uns hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Da bin ich sehr offen, dass ich selber auch immer noch was dazu lerne. Und da würden wir uns dann ja alle drüber freuen. Dann kann ich das gleich unten anbinden, sodass das auch jeder andere lesen kann. Tut. So richtig, richtig schön. Super sieht das aus. Ich häkle jetzt ganz sogar bis zum Schluss. Und ganz zum Schluss wirklich auch nochmal hier vorne wirklich rein. So. Und durchziehen und den Faden insgesamt durchziehen. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Und dann habt ihr ja vorne und hinten den Anfangs- und den Endfaden und nehmt euch einfach eine Stopfnadel und vernäht ganz einfach ein kleines bisschen den Faden. Da braucht ihr ja auch gar nicht so viel vernähen. So reicht das ja schon, weil es wird ja jetzt nicht. Ja, nicht gewaschen, nicht beansprucht. So doll. Abschneiden. Auf der anderen Seite. Und hier auch vernähen. Das ist ja jetzt rechts. Und das ist jetzt links.
komme gleich bei und vernähe auf der linken Seite, weil ich die rechte Seite ja, zum Muster nehmen will. Ein Bäumchen habe ich mir jetzt auch erstmal so hingelegt. Das ist jetzt hier alles ein bisschen zusammengedrückt. Und nehme jetzt meinen Faden und komme bei und nehme als erstes eine Perle. Die hat jetzt übrigens eine Stärke von 12 mm. Und gehe jetzt als erstes die Perle, picke dann jetzt hier in die Mitte und nehme die ersten zwei Bänder, nehme dann wieder eine Perle, nehme dann wieder die nächsten zwei Bänder, nehme dann wieder eine Perle. Nehme dann wieder zwei Bänder. Wieder eine Perle. Und nehme jetzt hier auch wieder zwei Bänder. Ich ziehe mir einfach gleich meinen Faden durch. Und wieder eine Perle. Und setze jetzt hier oben die Spitze insgesamt an, dass sie über diese Perle ist. Bin eigentlich so ganz zufrieden mit der Form von meinem kleinen Tannenbaum. Nehme jetzt ganz oben wieder eine Perle. Sieht man das jetzt hier auch erstmal wirklich so quer hin und gehe jetzt mit meiner Nadel oben in die Perle wieder rein und muss insgesamt den Faden wieder ganz und gar zurückstecken. Hier lasse ich gleich meine Schlaufe. Kann ich mir jetzt hier gleich einen Knoten reinmachen, sodass ich die Perle nicht wieder nach oben ziehen kann und die jetzt auch dadurch fest drauf ist. So habe ich gleich meine Aufhängung. Dann immer durch zweimal gehäkeltes und eine Perle.
auch wieder durch die Perle durch. Und so ist mein kleines Tannenbäumchen fertig. Jetzt ganz, ganz unten kann ich es hier schön festziehen und mache jetzt hier ganz unten auch noch ein Knötchen hin. Auch zwei. Dass ich den Knoten nochmal da ganz rüber mache. Ich kann es jetzt hier unten abschneiden oder kann jetzt hier auch noch einen Bommel ran machen. Oder. Ja, und wenn euch mein kleiner Tannenbaum gefällt, ja, dann gebt dem Video ein Däumchen hoch und teilt es in den Communities. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Weihnachtsbasteleien.